herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. So, da müssen wir hin, okay. Ja, ne, dann nehmen wir mal den Punkt. Da sind wir nämlich eben rausgegangen. Dann müssen wir diesem Weg hier folgen. Sehr schön, Plätze. Und jetzt auf im Galopp. Hier am See schön vorbei. Mann, oh Mann, oh Mann. Diese malerische Landschaft, dass sie das hier alles verteidigen wollen, ist mir eigentlich schon klar. Ja. Gabelschwanz hier beseitigt. Ist das hier ein bewachter Schatz oder so? Mal sehen, ob ich etwas finde, das Merten hier zurückgelassen hat. Aha. Dafür ist ein Schlüssel benötigt. Na da, schau her. Wer bist du denn? Wow. Echt nicht von schlechten Eltern, das Vampirmädel hier, ey. Tagebuch des Vampirs. Okay. So, dem seine Kiste haben wir ja hier gefunden. Das dürfte seine sein. Dann hier hoch, wenn du hier bist. So, was haben wir hier? Da. Siehst du. Den Tagebuchaufzeichnungen nach ist Merten vom Gefängnis aus direkt zur legendären Höhle gezogen. In der soll auch Majoran einst gehaust haben. Dahin gehe ich jetzt. Dann gehen wir dann zum nächsten Abteil.
Aber wieso mache ich eigentlich das? Ich mache gerade Schatzsuche, das da anstatt was ich eigentlich wollte, ne? Vater weiß es eben nicht. Naja. Ja, zu euch komme ich gleich. Ich muss gerade meine Manticore-Ausrüstung zu Ende machen. Ja. Nee, weißt du was? Wir machen dann doch hier euch zuerst. Ich hab das gerade eben erst gesehen. Dass er da ganz am anderen Ende der Welt ist. Der berühmte Gerald von Riva, Liebhaber von Zauberinnen und Sukubi. Doch. Reinkippen und Nummern schieben. Das ist Schussan. Kannst du mal einen von Riva? Hat mir das Pferd geklaut. Jetzt macht. Mann, du riechst aus dem Hals wie ein Aasfresser. Meine Kurtisane ist wie ein Rattenfänger. Was gibt's, mein Nützlich, Prinz? Wenn die Muschi zu Hause zu dick wird. Ich dachte, es wären die gewesen, aber das waren die gar nicht. Da sind noch ein paar Meter zu laufen. Hilfe! Helft uns! Bitte helft uns doch! Ah, ich dachte, das wäre wieder eine Erscheinung. Was ist denn hier los? Monster! Monster dort in der Höhle! Wir konnten fliehen, aber Hugo ist noch drin. Hugo? Unser Bruder. Der ist noch da drin. Hilf uns, hol ihn raus. Wir zahlen auch dafür. Warum nicht? Oha. Warum seid ihr da eigentlich reingegangen? Wir haben uns verlaufen. Habt ihr die Höhle mit der Hauptstraße verwechselt? Beim Haar an meinem Kinn, welche Rolle spielt es, ob wir spazieren gegangen sind oder Seewands gepflückt haben? Hugo ist da drin, in schlimmer Gefahr, das zählt. Holst du ihn nun da raus oder nicht? Jede Sekunde zählt. Was hat euch denn angegriffen? Was weiß ich? Wir sind gerannt, so wie der Boden erzitterte. Zum Ausgang. Nur Hugo ist in die andere Richtung gelaufen. Es kamen also Monster aus dem Boden? Eigentlich bin ich mir nicht sicher. Wir sind gelaufen. Wir haben uns nicht umgedreht. War das euer Aushang wegen der Eskorte? Ja, das war er. Und nicht ohne Grund, wie es scheint. Nach ein paar Tagen ohne Interessenten haben wir die Expedition alleine riskiert. Wir waren Dummköpfe. Wir hätten Geduld beweisen und warten sollen. Armer Hugo, ob er heil davon kommt? Gut, ich sehe nach ihm. Ihr beiden bleibt hier. Na, Hugo. Sehr französisch angehaucht, der Name. Was ist los? So. Sonst noch wer? Ihr seid ja nicht gerade die stärksten. Mit der Hexersinne suchen wir nach Hugo. Von da kommt man nur runter, nicht hoch. Und was haben wir hier? Frisches Blut an der Klinge. Ob sie Hugo gehört hat?
Blutspur. Hugo könnte verwundet sein. Gerne die Mutter von euch sehen, ne? Die kleine Dicke. Magie. Ein Ort der Macht. Fertigkeitspunkt bekommen. Sehr geil, weil jetzt können wir wenn er aufhört rumzuspinnen, können wir nämlich dieses Dings machen. Oh, Charakter hier. Genau das. Dann haben wir hier in die Wunde gegen Hansen. So ist es. Jetzt können wir weiter Hugo suchen. Warte mal, das sind weiter Blutreste. Das Blut ist sogar noch feucht. Warm und feucht. Kikimoras mögen es kühler. Darum bleiben sie wohl auf Abstand. Mann, ist das heiß. Ich verbrühe mich. Etwas Schutz wäre nicht verkehrt. Vielleicht ist Quen das Richtige. So. Da haben wir was. Ja, ich möchte eigentlich, dass du dahin schwimmst. Wieso habe ich eigentlich noch eine Vergiftung am Laufen? Da ist noch eins. Und dahin. Da. Oh, sogar noch eine Kiste. Oh, schneller Land, mein Quinn versagt gleich. So, dann gehen wir mal dahin. Da haben wir nämlich Erz gesehen. Oh, Goldklumpen. Nicht nur irgendein Erz, sondern richtig wertvolles. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Bist du Hugo? Deine Brüder schicken mich. Ha, Bastarde, Gauner, Hurensöhne. Sie haben sich auf mich gestürzt, konnten mich aber nicht überwältigen. Und jetzt schicken sie einen Gauner, damit er die Sache zu Ende bringt? Wovon redest du? Ich bin ihnen draußen begegnet. Sie haben von einem Monsterangriff erzählt. Sie haben es nach draußen geschafft, du nicht. Sie schicken mich, um dir zu helfen. Das haben sie dir gesagt? Diese verlogenen Hunde. Das ist gewiss nur wieder eine Lüge. Komm schon, beruhige dich. Was ist hier los? Ich bin Hugo Monard. Vielleicht hast du von meinem Vater gehört. Victor Monard, berühmter Cognac-Brenner. Vor seinem Tod
haben wir uns gestritten, wer das Familienunternehmen übernimmt. Darum hat Vater beschlossen, uns zur Zusammenarbeit zu zwingen. Er hat seine Brennerei in Teile zerlegt. Drei davon hat er versteckt und jedem von uns eins der Verstecke gesagt. Als meine Brüder erfuhren, dass mein Teil hier verborgen liegt, haben sie entschieden, dass sie mich nicht mehr brauchen. Sie wollten einen Geschäftspartner weniger. Wortwörtlich. Wir haben gestritten und gekämpft. Der Krach muss die Biester angelockt haben. Die beiden sind zum Ausgang. Ich bin tiefer reingelaufen. Hm. Wegen des Teils einer Brennerei bist du hier. Ist es das hier? Ja. Wo hast du es gefunden? Am Grund einer heißen Quelle. Euer Vater hat es wirklich gut versteckt. Dein Lohn. Es ist nicht viel, ich weiß. Aber ich verspreche dir die besten Preise, wenn die Taverne wieder läuft. Ich komme drauf zurück. Gehen wir jetzt. Deine Brüder warten. Oha. Warte, sieh mal da, meine Brüder. Sie haben ein paar Strolche gedungen. Sie wollen mich überfallen. Das wissen wir nicht. Willst du etwa behaupten, es ist reiner Zufall, dass sie mit Bewaffneten zurückkehren? Sie kommen wegen des letzten Brennereiteils. Töten würden sie mich dafür. Bitte, du bist meine einzige Hoffnung. Töte sie, sonst töten sie mich. Ich soll deine Brüder töten? Na, die vielleicht nicht. Aber die anderen Übeltäter. Meine Brüder, ich weiß nicht. Kannst du sie vielleicht kampfunfähig machen? Ha, wirst du mich beschützen? Tja, ich habe wohl keine große Wahl. Danke. Tausend Dank. Ich warte hier. Ja, wollt ihr Ärger? Ah, Hexer! Was machst du denn? Ich bringe euch Anstand bei. Er ist verrückt geworden. Haltet ihn! Verdammt! Oh. Hä? Axi-Zeichen. Ja, komm! Ich dachte, wenn ich die beide auf Sie haben gekriegt, was sie verdient hatten. Vielleicht haben sie es gut gemeint. Das glaube ich nie und nimmer. Sie waren verkommen vor Gier und zu allem bereit, um mir das letzte Teil zu entwinden. Außerdem hast du sie ja nicht umgebracht. Bald kommen sie zu sich. Hoffentlich haben sie was daraus gelernt. Und was jetzt? Ich fürchte, ich weiß es nicht. Die Brennerei meines Vaters kann ich ja nicht wieder aufbauen. Ich muss wohl Wein auf dem Markt verkaufen. Oder vielleicht sollte ich weiterziehen und Toussaint verlassen. Ich weiß es nicht. Ich muss drüber schlafen. Wie auch immer, deine Hilfe mit meinen Brüdern werde ich dir nicht vergessen. Na gut. Zeit, dass unsere Wege sich trennen. Viel Glück, was immer du beschließt. Ich danke dir, Hexer. Alles Gute. Immer wieder gern. Hey!
Wieso ist denn das ein monsterverseuchter Ort? Ich hab das gerade eben alles bereinigt. Jetzt reiten wir einfach mal irgendwo in Richtung Stadt, Schloss, was auch immer. Ja, da sind natürlich Wildschweine. Ja, was ist denn jetzt? Ja. Da ist eine Kluft, über die du nicht rüberkommst, ja? So muss er sein. Zack, zack, zack. Na, guck an. Siehst du? Sieht die Gegend gleich viel schöner aus. Ist schwerer als deine Schwerter. Komm jetzt. Ich glaube, wenn ich hier Werte reite, dann komme ich zu der einen Stelle, wo ich vorhin auch schon war. Ne, da muss ich hin. Oder? Shit. Oh, ich weiß es nicht. Doch, da vorne ist es. Ich gehe jetzt nur unten rüber, als anstatt oben. Ja, ist ja nicht so schlimm. Guck mal, kleines schwarzes Pony. So. Dann mal den Wegweiser genutzt und zum Basilisk. Ja, ich glaube, das ist hier. Gut. Ach, scheiße. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich muss jetzt nämlich so eine blöde Schnellreise hier hinten in die Stadt machen, um meine Sachen zu verkaufen. Oder dahin. Sonst werde ich nicht mehr allzu weit laufen. Laufen können, so. Und dann, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Bis dahin. Ciao.